Mission 25 Cells Auftakt. Ja, hier werden wir wahrscheinlich mit Piccolo gegen C17 kämpfen. Das kennen wir ja jetzt mittlerweile nicht anders. Ja. Daher, Piccolo und Trunks waren nicht dabei, denn der hat ja gerade im Raum von Geist und Zeit trainiert. Eben. Da war aber auf jeden Fall Tenshin Han dabei. Und irgendwann... Ja, später. Später war er dabei. Ja, ja, bei seiner zweiten Form. Jetzt aber eigentlich nur Piccolo selber, ne? Ja. Scheiße, wen nehme ich denn da? Das ist jetzt so die Qual der Wahl. Na, auf jeden Fall wissen wir, dass Tenshin Han irgendwann später dazu An stoßen wird. Sich kam und ja. Son Goku, rein theoretisch auch. Ja, weil Son Goku kam ja später nochmal vorbei und hat so abgeholt. Genau. Und Krilli war ein bisschen später, da war ja schon Cell da. Ja, eben. Ist er mit hingeflogen. Aber das ist die eigentlich logische Erklärung, weil Vegeta ist noch nicht einsatzbereit, sage ich mal. Ja, ich nehme Krillin. Ich lasse Krillin einfach. So, und ich starte. Kannst du mal mein Handy von da hinten holen, bitte? Jo. Danke. Mit der Karte DP-Jäger kannst du abhängig von deinen Erfahrungspunkten DP erhalten. Alter, wer nervt denn da? Keine Ahnung. Lass mich mein Handy ganz schnell auf lautlos stellen. Okay, ignoriere ich erstmal. So, Cells Auftakt! Psst! Warum stellst du sie nicht? Was? Irgendwie bin ich mit dem Lesen gerade voll. Panel. Egal. Du bist einfach viel zu faul. Schön. Dann mache ich es wohl. Ich könnte euch töten, aber das ist okay, oder? Bin ich anderer Meinung. Ich könnte auch schon gegen C16 bekämpfen, aber. Laut der Serie. Ich hätte lieber den Klotz. Ja, für später. Für später auf eben. So. Na, kennst du noch die Technik C17 aus der Serie? Und Attacke! Ja, Mann. Die hat gesessen. Ah, schade. Das ist deine höchste Kombo, die du bis jetzt erreicht hast. Also jetzt nicht nur in Let's Play gesehen, sondern auch privat. Oh Gott. Die höchste Treffer-Kombo. Ich habe ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Boom! Oh nein. Son Goku! Scheiße, das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht! Ja! Gerade so! Hier sind mir ein paar Berge im Weg. Höllenspirale! Habe ich. Ich habe durch den Berg die Höllenspirale geschossen und ihn auch noch getroffen. Ich meine, Höllenspirale ist sogar eine Technik, womit das sogar logisch erklärbar wäre, sage ich mal. Ja, aber nicht. Weil sich das ja durchbohren kann, sozusagen, ne? Alter, Goku ist ja schon wieder. Ja, wenn der sich auch die ganze Zeit. Naja, kein Wunder, wenn C16 ist ja drauf programmiert, Son Goku. Boah, Alter, wieder geschafft. C16 ist ja drauf programmiert, Son Goku zu eliminieren. Das ist ja kein Wunder, dass wer die ganze Zeit auf ihn drauf kloppt, ne? Ja. Und Höllenspirale! So, Cyborg 16, du bist der Nächste. Ach. Hey, gut gemacht, Krillin. Oder Tenshin Han, wer auch immer ihn gerade wiederbelebt hat. Höllenspirale, boom. Alter, das war mächtig. Kräfte kombinieren. Ja, Mann, Synchronisierung. Zu dritt sogar. Nee, die dritte kam leider nicht. Das sah aber gerade verdammt so aus. Ja, tat es wirklich. Aber nein. Wie ja. So eine Vierer-Kombi aussieht. Ja. Da müsste aber jeder mitarbeiten. Ja. So, ich glaube, das ist dein Untergang.
Und. Der lebt ja noch. Verdammt. Naja, dann. Nein. Hellenspirale! Die beste Zweier-Kombi, die ich bis jetzt gesehen habe in der Serie, war, oder zumindest die lustigste. Ja. War mit Piccolo und Gotenks. Das fand ich irgendwie total lustig mit dem Volleyballspiel. Das war so Zeit. Ja. Das war schon echt. Da tat mir Piccolo ehrlich gesagt so ein bisschen leid. Er wollte gar nicht. Musste aber. C18, das ist ja auch hochinteressant. Ich hätte eigentlich jetzt mit Cell gerechnet. Die C18 war ja die ganze Zeit noch mit dabei. Ja, aber gekämpft hat sie nicht. Ja, weil nur gegen Cell. Naja, da ist er. Da ist ja schon wieder an. Da ist sie aber mehr geflüchtet und am Ende blieb einfach keine Wahl, als anzugreifen. Okay, das bin ich leicht verwunderlich. Ja, ich meine, Krillin hätte, getroffen. Krillin hätte sie ja zwar ausschalten können, das hätte er auch ruhig machen können. Ja. Er hätte sie ja nicht umbringen müssen. Er hätte sie ja einfach nur wegbringen müssen. Ja, eben. Das hätte schon gereicht. Und später wieder reaktivieren sozusagen. Ja. Das wäre alles eine Möglichkeit gewesen, aber zeitgleich, wer weiß, ob sie sich dann verliebt hätten. Ne, weil das war ja für C18 so ein Zeichen dafür, okay, die liebt mich, er liebt mich so ungefähr, weißt du? Da bist du ja C18! Boah, ey, das finde ich deshalb unfair. Da besiege ich lieber Zell zuerst. Ja. C18 ist cool. Vor allem im Film. Fand ich auch gut, dass sie da mit im Vordergrund gemacht wurde, weil sie ist ja von den Z-Kämpfern, von allen ja am wenigsten drangekommen. Tja. Das war ja nur das eine Turnier vor der Buu-Saga. Mit ihrer Tochter halt noch. Maron hieß sie, ne? Mhm. Ja. Mit Maron noch. Die und Ex von Krillin, ne? Merkst du was? Ja. Aber die war irgendwie komisch. Ja, das war so. Ich fand die irgendwie. Das war so ein typisches Abbild einer Schlampe. Ja. Um es mal böse zu nennen. So also eine richtige Barbie-Puppe. Ja. Aber da heißt es wieder nur 5 Minuten, ne? Ja, hast du jetzt noch. Und ich ziehe Zell so gut wie gar nichts ab, Alter. Sollte ich vielleicht doch lieber C18 zuerst besiegen? Warum C18? Na? Habe ich bei Piccolo überhaupt die Autoanpassung gemacht? Nein, ich meine nicht. Die hat es bei Vegeta gemacht. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich das irgendwie komplett vergessen habe. Das wäre eventuell ein Grund, warum du so wenig abziehst. Ja. Wenn man ja guckt, selbst die Höllenspirale hat kaum was abgezogen. Ja, aber trotzdem, guck mal, es ist dennoch machbar. Schon, aber... So, C18 hat so gut wie kein Leben mehr. Bis hin zu gar kein Leben. Da, das ist meine Chance! Sonnenfaust! Ja, darauf habe ich gewartet, Nummer 18. Aber da hätte man wieder mit Vegeta und Trunks spielen können. Ja. Ach, alles diese Reihenfolgen Mist, ey. Also, die beste Reihenfolge, die ich bis jetzt gesehen habe bei einem Dragon Ball Z-Spiel, war echt die aus der Tenkaichi-Reihe, vor allem aus Tenkaichi 2. Die war wirklich detailgetreu nachgesetzt. Ja. Tenkaichi 2 war meines Erachtens wirklich ein sehr geiles Spiel. Ja. Aber ich gehöre zu der Kategorie, wo das diesen Oldschool-Beaten-Up-Style vermisst. Also, deswegen... Für mich ist persönlich Budokai 3 das geilste Dragon Ball Spiel ever gewesen. Und das schwerste, ich kann es nur oft genug sagen, Budokai 1. Vom Schwierigkeitsgrad her, auch noch die Steuerung dazu. Ja, das war halt schwer. Das war halt noch nicht so professionell. Das war wahnsinnig schwer. Ist jetzt die Frage, muss ich Zell besiegen oder nur überleben? Weil... An sich eigentlich ja nur überleben. Außerdem macht er dich fertig. Rettet mich einer mal. Guck mal, guck hier unter den Bots, helfen sie sich! Son Goku wollte mich gerade heilen. Das next time, please faster! Ja, guck dir das an, Alter. Zell, perfekte Form. Kann ich neben dem besiegen, ey. Dafür mache ich zu wenig Damage. Trotz, wenn ich die Karten aufgerüstet hätte. Kommt drauf an, wie viel mehr Damage du denn gemacht hättest. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das dann geschafft hätte auch. Ich auch nicht. Also gucken wir einfach ab, was uns in den 3 Minuten gleich... Oh, ich wusste es. Alter Schwede.
Und davor hatte ich Roshi noch gewarnt. Ja. Hast du sogar noch vorgelesen? Ja, ich hab doch versucht abzuhauen. Tut mir leid, wenn das manchmal nicht klappt. Gut gemacht, Kredin. Alter, lässt du mal Tension an in Ruhe? Aber man muss sagen, auch wenn das zwar nicht selbst perfekte Form war, aber Tenshin Han konnte es ja aber auch richtig gut festhalten. Ja. Okay, er musste zwar dafür die Neo-Kiko-Kanone anwenden, aber eine wahnsinnig starke Attacke. Ja, für den Menschen, ne? Alter! Für mich ist das ja, keine Ahnung, so eine Art Zyklop. Das ist ja schon kein Mensch mehr. Der hat drei Augen. Ach, jeder hat irgendwie so seine. Guck mal, Piccolo ist grün, er ist ein Amerikaner. Ich weiß, was du meinst. Das hat ja mit dem einen und dem anderen nichts zu tun gehabt. Ja. Ich habe nur noch einen extra Versuch. Keiner von mir darf sterben, Alter. Also maximal einmal, ne? Und noch 2 Minuten, ey, das ist heftig. Gar nicht. Fokus auf Verteidigung! Besiegen können wir ihn eh nicht, also. Müssen wir ihn auf Abstand halten. Der Krillin hält ja auch ganz gut mit. Vor allem sollte dafür sorgen, dass Krillin so gut wie nichts abkriegt. Ja. Und vor allem Goku ist gleich down. So sieht's aus. Na, wenigstens ist seine Genki Energie voll. Naja, wenn überhaupt die Genki-Anfrage kommt, in 1 Minute und 30 Sekunden. Nein! Steh auf! Nein! Ja, wenigstens haben sie Goku wieder geholt. Ja, Alter, jetzt. Aber Krillin. Verteidigung. Komm schon. Ja. Das ist echt ein harter Kampf gerade. Point. Ah, da wollte er gerade sein Schild wieder anwenden. So. Hau ihn weg. Boah, wie kam er da jetzt gerade direkt vor dir hin? Keine Ahnung, aber guck mal, ich könnte Zell doch besiegen rein theoretisch. Ja, hättest du jetzt noch die Karten gehabt, sag ich doch. Ach. Alle Scheiße hier gerade. Das ist einfach nur praktischer Fail. Dann muss ich halt die Mission. No, zurück, Leute! Okay, 2 muss ich retten. Einer erledigt. Noch. Wiederbelebt. Und. Setz ihn an! Nein! Wow. Was ist jetzt gerade? Alter! Na! Nein! Wenn mich jetzt keiner rettet, ist es vorbei. Ey, komm schon. Es konnte dich keiner retten. Das ist eine Lüge. Was ist das? Cell hat das gerade ganz geschickt gemacht mit seinem Schild. Ein Scheißdreck. Die Bots hätten mir einfach heilen können und gut wär's. Nee, wir sollten das machen. Wären sie reingeflogen zu dir, dann wären sie vom Schild gleich mit weggerissen worden. Ja, Rang E. Ach, Rang... So, weißt du, was ich jetzt mache? Neustart am Anfang der Mission, okay. Erstmal einen Abbruch. Ich nehme jetzt andere Charaktere. Ich nehme jetzt Trunks. Ich habe dir versprochen, Trunks zu nehmen. Also nehme ich jetzt Trunks. Karten. Ja, natürlich. Ich nehme jetzt Trunks. Ich bin sauer. So. Ich bin gespannt, wie Trunks sein wird. Och Gott, ja. Erstmal die Mission wählen. Zells Auftakt. Gib mich Trunks. So. Anpassung. Was ist das? Gesundheitsslots erweitert um 1. Energieslots. Ist ja interessant. Ah, okay. Ranglimit 50. So, was macht die, während die TPC wird das bewegt? Oh, interessant. Gut, dann nehme ich doch glatt Ende. Beide? Beide. Genau. So. Warte mal. Interessant. Machen wir nochmal eine Autoanpassung. Ja, bitte. Hey! Bestätigen.
Bestätigen und warte mal, ich möchte was gucken. Gremien und Sammlung, kann ich da irgendwas kaufen? Plus 100. Das ist krass. Ja, nee, ist klar. Wie viel hast du? Ich habe Premium-Punkte 24.000, also. Und das kostet 50.000. Das ist ein bisschen heftig. Nee, ich frage mich, ob man hier diese. Die Karte sieht cool aus. Diese, sag schon, damit ich eigentlich mal meine Special-Attacke einsetzen kann, kaufen kann. Muss ja doch irgendwie irgendwo sein. Oder kriege ich die einfach irgendwann? Ich weiß das nicht. Das ist eine gute Frage. Gute Frage, nächste Frage so ungefähr, ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich die noch nicht. So. Jetzt gucken wir mal. Wenn ich schon Goku dabei habe. Nein. Super Saiyan Goku gab's ja schon. Naja. Angreiftyp. Ich nehme Tenshinhan dann mal raus. Denn Vegeta ist ja auch schon mit dabei. Okay, ja. Explosionstyp. Krillin kann bleiben, man braucht immer einen Heiler. Und statt Son Goku. Super Goku. Nehme ich den Eremiten Goku. Ah. Ja. Und das Geile ist ja, du kannst ja auch hier noch deine Anpassung machen. Autoanpassung B. Da haben die Bots auch ein bisschen was von. Bestätigen, bestätigen. Kann ich Vegeta auch noch so Autoanpassung geben? Autoanpassung B. Na, hat sich nicht viel verändert, ne? Ne, nicht wirklich. Na gut, dann braucht man Krillin erst gar nicht zu versuchen. Und starten wir! Wie geht das auf Level 1? Die Höchstkraftbarriere von Cell, perfekte Form, ist gleichzeitig offensiv und defensiv. Sie blockt Angriffe, verursacht aber auch Bereichsschaden. Das haben wir ja schon im eigenen Leibe gespürt. Ja. Explosion, Super Saiyan 2, Son Gohans Spezialbewegung ist ein Konter. Er erträgt die Angriffe und macht dann einen explosiven Tritt. Das muss schmerzhaft sein. Ja. So. Cells Auftakt, wir kennen es ja, wir haben es versaut und... So, C16, du bist jetzt mein erstes Opfer. Okay, geil. Die L2-Technik ist cool. Ziehst auf jeden Fall jetzt schon viel mehr ab. Okay, die R2-Technik ist geil. Die macht Spaß. Pass auf, gleich nochmal. Ja, es ist definitiv einfach. Ja, wahnsinnig einfach. Das sieht man schon mal in der Leistung. Ja, man sollte niemals unterschätzen, dieses Equipment mit den Karten zu machen. Ja. So. Mitsubata! So hieß die doch auf Japanisch. Ja. Boom! Hahaha. Das ging schnell. Ja, es wird auf jeden Fall schnell erledigt sein. Da hoffen wir es. Von der Zeit her bist du jetzt auf jeden Fall schon viel besser dran. Ist C17 echt ein Heilungstyp? Kein sonst. So, jetzt mal hier die Jagdtechnik. Man muss ja auch ein bisschen die Genki-Anzeige hochtreiben. Okay. Das macht Spaß mit Trunks, Alter. So mit Schwert, dieses Zing, Zing, Zing. Dieser Soundeffekt macht es auch zeitgleich aus, wie ein Charakter zu spielen ist. Und das macht einfach Fun. Ich liebe diesen Soundeffekt. Dann mach doch gleich nochmal R2. R2, winnst du dir? Okay. Okay, der ist schon, glaube ich, tot. Die L2. Oder so. So, jetzt müsste ja die attraktive C18 kommen. Holy moly. Tja, jetzt musst du mit mir fertig werden. Ja, das ist doch easy going. So. Volle Kraft. Die R2-Technik hast du dir gewünscht, da ist sie. Ja. Und gleich nochmal. Ja, ja. So hat er Freezer umgebracht. Ja.
Und diesmal besiege ich zuerst zweite Form. Weil wir wissen ja, wenn C18 besiegt wurde, hat er die absorbiert. Und ich will wissen, was passiert, wenn ich ihn zuerst besiege. Toll. Voll daneben. Ich liebe diese Technik, Alter. Du bist aber vom Schaden her schon... Welten besser. Ja. Jetzt bleib doch stehen. Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Ja, er jagt halt C18, ne? Und ich jage ihn. Welche Ironie. Und C18 jagt euch. Jeder jagt hier den anderen. Das wäre jetzt krass gewesen, wenn das jetzt ein Synchro gewesen wäre. Ja, das wäre geil. Mit einem Computer. Gegen einen anderen Computer. Also. Das mit einem Feind gegen einen anderen Feind, sagen wir es mal so. Ja, kennst du den Spruch nicht? Der Feind dann meines Feindes ist mein Freund. Doch. Hier, Kräfte kombinieren. Konzentriert euch mal auf Zell und nicht auf C18. Na, mal schauen. Vielleicht bringt's ja was. Jawohl! Ein bisschen was. Und sogar nicht mal wenig. Nein! C18 wurde besiegt! Ich konnte... Das denn nur passieren? Verdammt! Pass auf, jetzt ist er wieder voll geheilt. Ja, wahrscheinlich. Sehe ich kommen. Warum überspringe ich die Cutscene nicht einfach? Ja, voll geheilt. Hättest du erst C18 besiegen sollen. Hätte Zeit gespart. Ach, egal. Ich wollte es ja unbedingt wissen. Und mir ist es nicht gelungen. Wieder eine Mission in meiner Liste, die ich nochmal spielen möchte irgendwann. Ja, ich bin halt so. Ich möchte das gerne ausprobieren, ne? Also ich sag's immer wieder, Son Goku als Naruto sieht cooler aus als Naruto als Naruto. Ist das so oder nicht? Ja. Hast du Naruto als Goku gesehen schon? Nee. Das ist auch ganz witzig. Da setzt das Rasengan so als Kamehameha ein. Oh mein Gott. Ey, das ist voll cool. Nichts geht über Goku. Na klar. Das ist Bardock, mein Lieblingscharakter. Okay, bei mir wär's Trunks, ja. Aber ich meine jetzt so als Mischmasch. Als Kleidungstausch. Stell dir vor, Goku in Verkleidung als Trunks mit dem Schwert. Wer? Goku. Mit dem Schwert von Trunks. Ich sag mal so viel Unterschied ist er nun auch wieder nicht. Führen könnte es rein theoretisch. Er hat ja früher mit seinem Stock rumgefechtelt. Ja. Oh. Das wird wohl auch der Grund sein, warum man das Set-Schwert gleich richtig. Also, was heißt richtig? Er konnte es gleich so führen wie Gohan, nachdem er dann erstmal ein paar Mal mit trainieren musste. Ja, da merkt man. Da hat man den Stärkeunterschied auch gemerkt, ne? Ja. Aber der einzigste, der von den anderen, der das wirklich gemerkt hatte, war ja Vegeta. Der hält ja Son Goku ja noch so den Vortrag. Alter, Krillin hat mich tatsächlich geheilt. Respekt. Und, ja. Cell ist gleich Matsch. Läuft gut. Tja, läuft zu einfach schon irgendwie. Guck mal, das richtige Equipment und schon ist das easy going. Scheiße, ich hab die Jagdtechnik verpasst. Ja. Nein, nicht getroffen. Jetzt habe ich kein Ki mehr. Also so gut wie keins. Treffen wir nur weit. Komm schon, ich will ihn mit der R2-Technik besiegen. Das ist nämlich die coolste Technik ever. Mein Ki! Toll! Dann besiegt ihn eine andere Flachzange. Wie geht das sogar? Unmöglich, wie kann das sein? Ich finde die Technik einfach geil. Die ist einfach nur so cool. Ja. So, Mission erfüllt. Heute wieder mal einiges zusammengekommen. Ja, ein bisschen, ne? Oh. Alter, C18 sieht voll süß aus im Bild. Ich find's süß. Ja. Irgendwie hat was, gefällt mir. Super Saiyan Tinko Han! Cyborg Nummer 16, Insel. Hey! Gut, das war's dann. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao! Ja, ciao!
Das war's mit dieser Episode. Wenn sie euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben. Unten links seht ihr die letzte Episode, die wir gespielt haben. Draufklicken, dann könnt ihr da sie euch nochmal angucken. Und unten rechts, da kommt ihr zu der nächsten Episode. Voraussichtlich, wenn sie schon bereits hochgeladen ist. Also, draufklicken und wieder schauen. Bis dann, ciao.